An diese Bilder haben wir uns gewöhnt. Patrick Pignatter und Florian Klara kürten sich im Mosi Passaia zum dritten Mal in ihrer Karriere zu Europameistern in Doppelsitzer. Pignatter Klara holt mit Evelyn Landtaler und Alex Gruber auch Gold im Teambewerb. Während dieses Bild schon etwas ungewohnt ist, im Einsitzer musste sich Patrick Pignatter diesmal hinter dem Tiroler Thomas Kammerlander mit EM-Silber begnügen. Dafür feierten die Damen mit Evelyn Landtaler und Greta Pinguera einen Doppelerfolg. Südtirol gewann somit im Moos 3 der 4 vergebenen Titel und holte insgesamt 6 Medaillen. Wer diese Titelkämpfe im Passaia sicher nie vergessen wird, ist die 24-jährige Evelyn Landtaler. Sie ging auf ihrer Hausbahn in Platt als Top-Favoritin ins Rennen. Landtaler ist amtierende Weltmeisterin, hat heuer erstmals den Gesamtweltcup gewonnen und hatte vor ihren Fans die Chance, auch Europameisterin zu werden, also endgültig die Größte zu sein. Der Druck vor dem Rennen war natürlich riesengroß und sie dementsprechend nervös. Ja, ich muss sagen, noch hält sich die Nervosität in Grenzen, aber ich glaube, wenn ich auf den Start am Hook komme, glaube ich, bin ich schon recht nervös. Ich habe sie überhaupt nicht gefragt und gar nicht, ich habe auch nicht gesagt und überhaupt nicht. Dann wäre ich ganz ruhig gewesen. Die Augenblicke vor dem ersten Lauf, der ja in diesem Winter Qualifikationslauf heißt. Evelyn Landtaler ist am Start angespannt, aber sie weiß auch, dass sie derzeit wirklich gut drauf ist. Souverän und abgebrüht fährt sie zur Bestzeit, zwar nur 1/12 vor Greta Pinguera, aber fast eine halbe Sekunde vor Altmeisterin Ekaterina Lavrenteva aus Russland. Ich habe ein paar kleine Fehler gehabt unten auf der Krone, ist ein bisschen langsamer geworden, glaube ich auch. Aber halt ist bei Greta sicher die gleichen Bedingungen gewesen und ja, für den ersten bin ich recht zufrieden. Unter den Zuschauern fiebert auch Evelyns Schwester, die 7 Jahre ältere Sandra, mit. Auch sie war eine ausgezeichnete Naturbahnrodlerin, wurde 2-mal Junioren-Weltmeisterin. 2002 kürte sie sich in Hüttei, damals als 18-Jährige, überraschend zur Europameisterin, ohne nie zuvor ein Weltcuprennen bestritten zu haben. Übrigens nur 800stel vor Lavrenteva und 10 vor Weltmeisterin Sonja Steinacher. Ich bin viel aufgeregter, wenn sie fährt. Wenn ich selber gefahren bin, dann ist das nicht so gewesen. Aber jetzt, wenn ich zuschauen muss und selber glaube ich, jetzt im zweiten Lauf bleibe ich im Ziel, dass ich nicht ganz viel sehe und nachher ist das besser. Sandra Landtaler hat ihre Karriere dann leider schon 2004 als 20-Jährige aus beruflichen Gründen beendet. Der zweite entscheidende Lauf. Zuerst kommt Ekaterina Lavrenteva ins Ziel. Die Russin bleibt als erste Fahrerin unter der 8:50-Sekunden-Marke und übernimmt die Führung. Dann trifft es Greta Pinguera. Die Finchkerin ist auch in diesem Lauf 200stel schneller als Lavrenteva. Jetzt führt sie. Und alle warten gespannt auf die Lokalmatadorin Evelyn Landtaler. Bei der Zwischenzeit konnte sie ihren Vorsprung um 2 weitere Zehntel ausbauen. Vorsprung, den sie dann bis ins Ziel behält. Evelyn Landtaler ist zum ersten Mal in ihrer Karriere Europameisterin. Welt- und Europameisterin war sie schon bei den Junioren. Jetzt hat sie das Double auch in der allgemeinen Klasse geschafft. Jetzt habe ich endlich mal alles gewonnen innerhalb von einem Jahr. Ich hätte es mir ehrlich gesagt nie gedacht, dass schon der Weltmeistertitel ganz unerwartet oder halt unerwartet kommen. Und eben auf den Europameistertitel habe ich heuer aufgebaut und ja, bin überglücklich, dass es jetzt auch gegangen ist. Und sie bekommt Anerkennung auch von ihren Konkurrentinnen. Ich freue mich voll mit dir. Während dem Rennen natürlich ist die Freundschaft ein bisschen zurückgesteckt. Da schaut man auf sich selber, da muss man egoistisch sein. Und der Druck, der egoistische Druck ist noch nicht ganz weg, aber ich sage, in einem Stindl kann ich sie dann noch mal richtig umarmen und gratulieren. Die nehmen es einfach so, wie es nimmt, also so wie es kommt. Also die Evelyn fährt immer drauf los. Die kann endlich sollten was aus der Ruhe bringen und das schätze ich schon ganz schön hier. Dadurch, dass wir jedes Wochenende miteinander unterwegs sind, wir kommen super gut miteinander aus, man freut sich immer, wenn man sie sieht. Besonders stolz ist auch Vater Luis, der hat nun mit Sandra und Evelyn sogar 2 Töchter, die Europameisterinnen sind. Die Saison ist für die Naturbahnrodler noch nicht zu Ende. In einer Woche findet das Weltcup-Finale in Umhausen statt.